Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen und möchte in diesem Video mal auf zwei Begriffe eingehen, die im ersten Moment relativ kompliziert klingen, und zwar Reliabilität. Ist der eine Begriff und der andere Begriff ist Validität. Und zunächst einmal ordnen wir die Begriffe ein. Das ist immer wichtig, wo wir das hin tun. Das gehört in den Bereich der Marketingforschung oder Marktforschung. Was hier die Unterschiede sind, das besprechen wir mal in einem anderen Video. Also hier geht es um Reliabilität und Validität im Zusammenhang mit Marketingforschung. Also man macht ein Forschungsprojekt und die Ergebnisse müssen diesen beiden Kriterien genügen. Reliabilität, wir kennen das englische Wort reliable, ist also Zuverlässigkeit. Das bedeutet, wenn ein anderer Forscher mit den gleichen Messinstrumenten das gleiche Experiment macht, dann muss er die gleichen Ergebnisse produzieren. Das heißt, Zuverlässigkeit heißt Reproduzierbarkeit. Ein anderer Forscher muss mit der gleichen Versuchsanordnung die Ergebnisse reproduzieren können. Und das andere, Validität, das ist die Gültigkeit. Gültigkeit ist die Frage nach der Gültigkeit der Messinstrumente, Gültigkeit der Messinstrumente. Und das ist im Marketing, in der Betriebswirtschaftslehre generell eine wichtige Frage. Ein Techniker stellt sich diese Frage nicht. Wenn er die Temperatur messen will, nimmt er ein Thermometer und würde das nie in Frage stellen. Hier ist die Frage, sind die Messinstrumente gültig? Welche Messinstrumente haben wir? Wir haben zum Beispiel Beobachtung. Und wir haben die Befragung, das sind unsere Messinstrumente. Und im Rahmen der Befragung können wir zum Beispiel direkt oder indirekt fragen. Jetzt ist die Frage, ist die direkte Frage ein valides Messinstrument? Sagen die Leute die Wahrheit, wenn wir sie direkt fragen? Das ist die Frage nach der Validität. Wenn Sie das weiter interessiert, dann schauen Sie doch mal in meinen Shop, spaßlerndenk-shop. Dort finden Sie wichtige Lernhilfen zu allen möglichen IHK-Abschlüssen, zum betriebswirtschaftlichen Studium und auch den Juristen kann ich helfen. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert.